Leute, willkommen zurück auf dem Kanal von Mr. Weinwood. Heute zu dem ersten offiziell im neuen Jahr aufgenommenen Video. Hier für euch auf meinem geilen, mega geilen kleinen Kanal, den ich mir hier aufgebaut habe letztes Jahr. Ich wollte euch auf jeden Fall allem nochmal erstmal als allererstes, bevor ich hier dazu komme, was ich hier eigentlich treibe im Hintergrund, ein wunderschönes neues Jahr wünschen und freue mich natürlich auf alles, was mit euch zusammen jetzt hier in der nächsten Zeit passieren wird. Folgendes, Leute, da ich ja, sage ich mal, ich bin so ein Mensch, ich habe einfach so eine Sucht in mir. Und wenn ich so eine Sucht in mir habe, dann muss ich wirklich versuchen, alles so ziemlich hundertprozentig abzuschließen. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal mit euch zusammen, weil ich persönlich habe es bei keinem anderen YouTuber bis jetzt gesehen. Kann natürlich sein, dass einer von euch, könnt ihr ruhig in die Kommentare schreiben, irgendwie die Seelenherausforderungen im Zombie-Modus hier bei Infinite Warfare schon abgeschlossen hat. Weiß ich nicht, ich bin auf jeden Fall stolz drauf, dass ich hier schon wieder so extrem lang gesuchtet habe. Mir fehlen jetzt nur noch 7 Abschüsse mit, wie ich es jetzt aktiviert habe, versengende Haut. Nach diesen 7 Abschüssen, ich weiß nicht, ob man irgendwie eine besondere Trophäe kriegt, ich weiß nur, dass man eine besondere Karte bekommt. Das heißt, wir machen jetzt mal die letzten 7 Schläge hier von den Zombies, die müssen nämlich verbrennen, falls irgendeiner nicht weiß, was es ist. Quasi fertig. Das war der dritte. Der vierte. Der fünfte. Der sechste. Und das müsste der letzte sein. Das ist der letzte, damit ich quasi die 100% Seelenherausforderungen abschließe. Das heißt, ich habe alle Aufgaben im Zombie-Modus erledigt. Und bekomme dann quasi, wenn man jetzt dann danach, lasse ich mich sterben, gehe ins Menü raus und werde dann für euch mal das zeigen, was ich eigentlich genau meine. Weil ich finde diese Karte schon ziemlich nice eigentlich. War eigentlich auch gar keine so harte Arbeit. So, 2, 3, 1. Was? Habe ich mich verzählt? Nein, da ist es. Versengend heißt 250 Zombies mit versengend ausgeschalten. So, Leute, das heißt natürlich jetzt für mich, ich werde hier einen ganz kleinen Cut machen und dann sehen wir uns im Menü. So, da hat das neue Jahr natürlich schon wieder einen ganz kleinen Tritt für mich parat. Ich dachte eigentlich irgendwie, dass ich irgendwie eine Hightech-mäßige versteckte Trophäe bekomme, die irgendwie jetzt hier noch versteckt ist natürlich. Habe ich aber keine bekommen. Aber um nochmal für alle Leute, die es überhaupt nicht kapieren, was der Weinwood in diesem wahrscheinlich sehr kurz werdenden Video überhaupt will. Die Seelenherausforderungen sind auf 100%. Also Karriereschritt natürlich noch nicht. Bin ein paar Level vor Level 100 entfernt. Ich werde, denke ich, auch noch ein bisschen dafür brauchen. Ich meine, wir werden ja noch 4 DLCs dafür bekommen. Auf jeden Fall, so sieht der ganze Käse hier aus. Und das heißt quasi jetzt, wenn man diese ganzen Sachen alles voll hat, dass man hier diese Visitenkarte kriegt, wie ihr sie da unten seht. Meisterherausforderungen, schließen sie alle Seelenherausforderungen ab. Und das, sage ich mal, hat jetzt nicht so viel Aufwand und Zeit gekostet, aber man muss natürlich auch ein bisschen krank im Kopf sein, um das alles fertig zu kriegen. Und dann gucken wir mal hier, ob die jetzt dann, jawohl, letztendlich natürlich auch freigeschalten ist. Ich habe schon ein paar Mal mit irgendwelchen Leuten online gespielt und habe die bei noch keinem gesehen bis jetzt. Und das macht mir eigentlich, sage ich mal, immer so dieses extrem geile Gefühl, sage ich mal, wo ich sagen kann, wirklich verrückter Weinwood, da hast du wieder ein bisschen was geschafft und natürlich extrem gesuchtet. Ich würde mir natürlich wünschen, dass der ein oder andere vielleicht in die Kommentare unten drunter schreibt, ob er es selber vielleicht schon geschafft hat oder wie weit er noch davon entfernt seid. Oder aber einfach sagt, Mr. Weinwood, du hast einfach einen Dachschaden, dass du das überhaupt so weit spielst. Ich würde jetzt ganz einfach nur sagen, dass ich jetzt, sage ich mal, 83 Dinge am Start habe und mit euch zusammen mich noch vielleicht noch eventuell ein paar Sekunden treten lasse und dann werden wir hier die 80 Schlüssel noch rausknallen, die ich hier am Start habe. Vielleicht kriege ich einen Tritt in die Fresse live, wie man es jetzt hier gesehen hat, mit irgendeiner Waffe, die ich sowieso schon doppelt und dreifach und 16 Mal gezogen habe, was natürlich schon wieder erneut ein ganz leichter kleiner Tritt ist. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier 200 COD-Points habe. Irgendwie gab es die vielleicht zu Weihnachten geschenkt oder so. Keine Ahnung, ich werde sie auf jeden Fall jetzt live in dem Video für euch noch mit rausklatschen, dass wir einfach, sage ich mal, noch einen schönen kleinen Abschluss haben. Und dann geht es auf jeden Fall die Woche irgendwann, weiß ich nicht, mitten im Stream auf jeden Fall weiter. Legendäre Ausgrabung. Ich möchte natürlich gern diese Bazooka haben, diese Rosane. Habe ich in den letzten Sachen schon immer ganz häufig erwähnt auf jeden Fall. Leute, was mir ganz wichtig wäre auf jeden Fall für dieses Jahr, alle, die das Video wirklich angucken, auch wenn es vielleicht nur 2-3 Minuten sind, lasst bitte einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, damit wir letztendlich trotzdem die Weinwood Army einfach noch einen Stück
größer machen können. Die Karte ist auf jeden Fall nice. Ihr seid richtig nice. Danke für alle, die zugeguckt haben. Euer Mr. Weinwood. Bis zum nächsten Stream die Woche. Ich weiß noch nicht genau wann, weil ich aktuell wirklich tages wirklich mega absolut krasse Zahnschmerzen habe und ab und zu wirklich überhaupt gar nicht mehr durchblick, weil das einfach so zieht. Danke erstmal für die Unterstützung, euer Mr. Weinwood. Frohes neues Jahr 2017. Ciao.